Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei Jump Ultimate Stars. Ja, ich würde mal sagen, wir haben hier immer noch so viel Zeug, aber wir haben auch ein neues Deck und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht den ganzen Tag schon darauf gespannt bin, nicht ein neues Deck, daraus ein neues Deck zu machen, so rum. Und zwar ein... Full... Na? Könnt ihr es erraten? Ich gebe euch einen Tipp. Fängt mit T an, das ich nicht finden kann. Und U ist direkt daneben, cool. Ha. So, Full Tsuna. Oder auch volle Flamme. Muahahaha, egal. Tsuna Reborn mit 6. Und wir werden das Ganze ein Support-basiertes Deck machen. Oder daraus ein Support-basiertes Deck. Und ihr seht da auch schon X-Clove, Soft und Hard Flame. Er hat Auto-Guard, denn er hat die Hyper-Intuition. Oh Gott, ich kann das Wort nicht aussprechen. Sorry. Gegen Blindheit immun, okay. Und weniger von Special-Attacken, das ist cool. Oh, geil, ich freue mich schon. Definitiv einer meiner Lieblingscharaktere aus allen Animes ever. Ja, ich weiß, das ist viel, aber das sage ich drüber. Ich würde mal sagen, gegen Schockeffekte Immunität ist ganz gut. Was hättest du? Oh, das ist ganz, auf jeden Fall ganz gut für unsere 4-Hit-Combo-Special. Dann haben wir noch Kyoko, die was macht? Maximum Health, aber die müssen wir sowieso drauf machen, also müssen. Dann machen wir hier wohl, was können wir hier machen? Entweder gar nichts oder wir machen Lambo dahin. Wartet kurz. Lambo, geh mal da weg, please. Nein, ah, sorry. Nee. Hallo? So. Und hierhin kommt ein Dreier-Lambo. Wir brauchen ihn ja sowieso. Und der passt da schön in die Ecke rein. Und zwar 20 Years Later. Das ist auf jeden Fall ein sehr gut zu habendes Support-Koma. Und ich kann heute nicht reden. Sorry. Confusion-Effekt. Na gut, von mir aus. Hado, du machst mich nicht mehr verwirrt. Hahaha. Okay, was haben wir hier noch? Ob das zusammen mit Auto-Guard von Tsuna hilft? Ich weiß ja nicht. Ah, schauen wir mal was anderes noch. Ah, was gibt's noch? Die haben auch sicherlich alle coole Effekte. Oh, sorry. Nein, brauchen wir nicht. Max Special Ghost plus 1 ist ganz cool. Was? SP Grosh increases if you don't switch Coma or use Supports. Okay. Ich hab da lieber noch was gegen Poison Effekt und... Was gibt's noch alles? Nein. Ah, stimmt, wir haben noch gar nicht die... ich glaube, es gibt 3 unterschiedliche Arten von Comas im Generellen. Aber ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber noch nicht ganz genau. Es gibt nämlich Lothar, also Lach-Charaktere, Stärke und Intelligenz. Was glaube ich? Fällt, glaube ich, zumindest gerade nichts anderes ein. Auf jeden Fall, das sind so grob die 3. Und ja, bestimmte sind gegen bestimmte andere eben gut. Ich könnte euch jetzt aber gerade nicht mehr sagen, was gegen was gut ist. Naja, werden wir sehen. Ah, das ist immer noch gut. Was? Let me show the power of your flame. Okay, cool. Dass die beide etwas haben. Das habe ich eh schon. Was haben wir sonst noch? Bam, bam, bam. Self-Healing ist auf jeden Fall auch recht gut. Besonders für jemanden, der so viele Special hat. Okay. Und jetzt brauchen wir ein vertikales. Zweier-Chroma oder sowas, sonst können wir nichts mehr einsetzen. Gibt's doch sicherlich hier. Nein. Das hilft uns alles nichts. Das nur in eine andere Richtung wäre perfekt. Haben wir da irgendwas? Noch anders.
Ein Dreier wäre zum Beispiel schon mal ganz gutes Helferkoma. No problem. Ja, das war eigentlich immer recht gut. Und dann noch ein Zweierkoma für, weiß für sich, eigentlich nicht wirklich wichtig, aber hey, ah, wir können hier auch sortieren. Nein. Sorry, so. Das hier. Und zwar wollen wir ein... Stimmt, ich könnte auch hier einfach schauen. Nein, die Richtung haben wir noch keins. Okay, dann nehmen wir ein Zweier waagrecht. Sowas. Da finden wir Goku. Goku ist immer gut. Der hat zwar eine ähnliche Attacke, wie wir es sowieso schon haben, aber hey, wie eine Person sagte, ist Tsuna schon ein bisschen eine Mischung aus Goku und Ace. Anstatt ein Kamehameha aus Ki, kommt hier halt eine Kamehameha aus Flammen. Aber umso cooler. So. Und hier links und hier rechts. Joa, das soll da nicht passen. Und das andere kriege ich ganz gut hin. Mit dem Finger erfühlen. Jupp. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, damit können wir tatsächlich etwas reißen. Und ich bin gespannt auf Tsuna. Ich bin gespannt auf Tsuna. Wir kommen jetzt ja in ein ganz neues Universum. Was haben wir noch alles? Wir sind noch weiter in der Lothar Galaxy. Wirklich Bobo. Na, von mir aus. Einer der wohl merkwürdigsten Charaktere. Habe ich nie so richtig geblickt. Aber es ist auf jeden Fall klar, oder bin mir ziemlich sicher, dass es ein Comedy-Anime ist. Oder Manga, besser gesagt. Manga. Point Match, egal. Clear the Stage. Stage. Okay, Full Tsuna. Natürlich. Probieren wir gleich mal aus. Der hat ja ein Autoguard und alles. Wegen seiner Hyper-Intuition. Okay, schauen wir mal. Na. Schade, dass er nicht sein. Na, wobei. Ich glaube, seine Super. Ah, Hilfe. Er hat auf jeden Fall, glaube ich, ganz gute Attacken. Wow. Das kommt aber auf jeden Fall ganz cool rüber. Muss man schon sagen. Ich kann flattern. Cool. Naja. Ich glaube, im neuen J-Star-Spiel kommt Tsuna deutlich cooler rüber. Ich bin kurzzeitig mal unsichtbar. Und einmal kurz eine Bombe. Ja. I didn't want to do that. Come on. Oh, der hat eine schöne Hit-Kombo. Das muss man ihm überlassen. Bam. Ah, ich möchte eigentlich in die andere Richtung drücken. Ah, so gehe ich nach oben. Okay. Ich kann aber auf jeden Fall hier Reborn dazu benutzen, um meinen Charakter etwas versatiler einzusetzen, als normalerweise möglich. Ach, die sind in einem Team. Yes. Gerade noch so geschafft. Das heißt, gerade noch so die Stage geschafft. Nervige Charaktere. Werde ich mich jetzt nicht sonderlich drum kümmern, die frei zu spielen, aber auf jeden Fall möchte ich die Galaxie abschließen. Catch the patch. Don't get hit by the opponent. Okay. Oh, nein. Ja, wait, now. Everyone is down there. Was? Okay. Ich habe keine Ahnung, was es da wirklich geht in diesem Anime. Null. Außer, dass ich wohl irgendwie einfach nur... Ja, Don Patch. Ich muss einfach nur weglaufen. I understand. Sollte wahrscheinlich nicht getroffen werden. Kann ich nicht wenigstens fliegen? Naja, nur kurz dashen. Schade. Naja, reicht aber trotzdem. Was macht das Ding? Toll. Lasst mich in Ruhe. Aber ich sollte auf jeden Fall schon mal ordentlich weit gekommen sein, rein von der Zeit her. Ah, die Musik ist ganz nett. Soll mir hier niemand... Ach, damit. Zu nah kommt, wollte ich gerade sagen. Tja, egal. Beauty ist unlocked. Okay. Na gut, und... Father Smash. Hoch und Y, was? Use the specified attack against every member of the opponent's deck. Was? Okay. Also nach oben und Y drücken.
Okay, das kriege ich gerade noch so hin. Mal schauen wir mal. Ist das der Feather Smash? Das ist, glaube ich, Feather Smash, oder? Was ist nochmal Y? Nee. Ah, ja, das ist Feather Smash. Oh Mann. Einmal. Au. Killua. Okay. Habe ich's schon? Ich habe alles. Yeah. Tengaku Man. Und ganz viel Geld. Gasser. Gau. I don't really care. Aber ich werde mir die wohl irgendwann noch holen. Nur nicht jetzt. Und darauf habe ich gerade keine Lust, noch irgendwas Spannendes machen. Alles spannend. Ice Shield Nijuichi. Nijuichi. Ja, da gibt es auch ein paar coole Charaktere. Das ist ein verdammt geiles Sport-Anime. Oh, man könnte sogar beinahe sagen, na gut, Prince of Tennis ist auch noch recht gut, was es hier ja auch gibt als Support-Charakter. Und ich glaube, Ice Shield hat auch nur Support-Charaktere, aber hey, auf jeden Fall ein geiles Anime. Manga wahrscheinlich auch, kenne ich nicht. Point Match mit Full Tsuna. Ich will Hauptsache noch ein bisschen Tsuna-Action hier. Okay, dann schauen wir mal, was habe ich hier? Bam! Das ist auf jeden Fall recht effektiv. Wieso verlieren die so viele HP? Und irgendwie bin ich gerade sehr stark. Würde ich da mal so grob sagen. Bam, bam. Nein. Ich finde diesen Down Smash cool aus der Luft. Und ich komme sogar noch weg. Wow. Das ist ja super. Und ich bin, glaube ich, auch eindeutig Erster. Solange jetzt nichts noch passiert. Da war zum Beispiel schon mal ein guter Super-Charakter. Der beste Kicker. Bam, bam, bam. Und der Affentyp. Aber, nimm mal mit. Boah, nice. Ich halt einfach ihn noch am mitnehme. Ja, doch, Tsuna ist echt gut. Bam, bam, bam. Der hat hier aber auf jeden Fall noch ein anderes Kampfsystem wie ein Großteil der Serie. So viel sei mal sicher gesagt. Egal, wir haben gewonnen. Das heißt, der Großteil der Serie. Wie im besten Teil der Serie. Außer seine Specials. Die sind schon originalgetreu. Oder so wie auch gegen Ende der Serie. Aber es kommt noch sehr viel cooler rüber. Wollte ich damit sagen. Egal. Wir haben ordentlich viel Zeug bekommen. Und Jay Symbol Match. Okay. Schauen wir mal, ob wir das auch genauso gut kriegen. Hier können wir einige Charaktere freispielen. Wow. Ich bin mal gespannt. Komm her. Einfach mal alle beide verprügeln. Richtig? Oh, verdammt. Weil wir es können. Einmal Chase Symbol. Au. Ah, lasst mich in Ruhe. Könntet ihr bitte... Oh, das ist eine starke Attacke. Die hat zwar einen sehr spezifischen Winkel, aber höllisch stark, glaube ich. Na, verdammt. Reborn. Don't do this to me. Und hier einfach nochmal draufhauen, wenn wir es können. Damit. Ich habe schon 3. Hatte der den letzten? Ja, hatte er. Bam! Alle eingesammelt. Wuhu! Ich bin gut. Mamori, Ishimaru, Monta, Kurita. Ah, wir haben so langsam unsere Truppe zusammen. Wuhu! 2 schon. Ha, das sieht man mal, wenn wir mal ein Manga und... Okay, das darf ich nicht sagen, bei One Piece habe ich noch nicht alles. Können wir eigentlich mal wieder zurückgehen und die anderen Charaktere eventuell noch holen. Da gab es vielleicht noch den einen oder anderen. Xenas, Devil Ghost Bat. Okay, use the specified attack against every member of the opponent's deck. Okay. Achso, ich muss, okay, ich muss einfach mal Senna benutzen. Ja klar, Senna gibt's hier, also ist der Hauptcharakter von Ice Shield 21.